Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, das perfekte Brustworkout mit Kurzhanteln zu machen. Dabei könnt ihr, wenn ihr Kurzhanteln zu Hause habt, zu Hause trainieren oder auch im Gym. Dann habt ihr vielleicht auch noch ein bisschen mehr Equipment zur Verfügung. Ich gebe euch verschiedene Übungen heute und vor allem, ganz wichtig, eine Übung, die es vermeidet oder vorbeugt, dass ihr so eine Haltung hier bekommt und ja, irgendwann totale Schmerzen bekommt und Schmerzen in der Schulter habt und ein Impingement habt, wie ich es lange hatte. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran, damit ihr die letzte Übung kennenlernt, um eine schöne Haltung auch zu bekommen und trotzdem eine massive Brust. Viel Spaß! Ja, die allererste Übung, die ich immer mache mit Kurzhanteln, sind ganz normale Kurzhantel-Bankdrückübungen. Und zwar könnt ihr, ich fange immer mit der positiven Stellung der Bank an, weil meine obere Brust meine Schwachstelle ist und ich trainiere immer meine Schwachstellen als allererstes. Dabei achtet ihr darauf, dass die Schulterblätter fest hinten zusammen sind, die Schultern hinten und die Ellbogen nach unten. Es gelten praktisch die gleichen Regeln, wie wenn ihr mit einer Langhantel trainiert. Das heißt, die Arme sind so leicht nach innen gebeugt, damit die Ellbogen unten bleiben und ihr nicht hier oben aus der Schulter drückt. Ganz, ganz wichtig. Sonst habt ihr nur vordere Schulter und trefft die Brust gar nicht ordentlich. Wenn ihr dabei die Brust aus allen Winkeln treffen wollt, dann müsst ihr die Bank verstellen. Das heißt, ihr braucht eine Bank, die positiv, neutral und negativ geht. Wenn ihr im Fitnessstudio seid, sollte das alles gar kein Problem sein, denn da gibt es auf jeden Fall eine positiv, neutral und negativ Bank, womit ihr dann trainieren könnt. Bei den Kurzhanteln habt ihr ein kleines Problem. Und zwar müsst ihr euch sehr auf die Koordination konzentrieren. Das heißt, fangt wirklich mit leichtem Gewicht an und trainiert die Ausführung ordentlich, damit ihr auch den Muskel trefft. Weil es ist nicht so einfach, den Muskel mit den Kurzhanteln zu treffen. An einem Gerät ist es leichter, mit einer Langhantel ist es auch nochmal leichter und mit Kurzhanteln ist es meiner Meinung nach am schwersten und gehört deswegen so mit zur Königsdisziplin letztendlich. Dann gibt es die Übung Kurzhantelfleiß. Die imitieren praktisch eine Butterfly-Übung und ich zeige euch heute eine Übung, wie ihr die Flies sehr kontrolliert machen könnt und vor allem mit viel mehr Gewicht als sonst. Und zwar braucht ihr dazu gar keine Bank, sondern nur die Kurzhanteln. Ihr legt euch auf den Boden und streckt die Arme nach oben. Hier könnt ihr jetzt erstmal mit leichtem Gewicht starten, aber grundlegend könnt ihr viel mehr Gewicht nehmen, weil der Boden wird euch Sicherheit geben. Ihr könnt praktisch nicht nach hinten überziehen und euch verletzen. Das heißt, ihr habt dann einfach die Arme gestreckt, oben in der Position parallel zueinander gehalten, öffnet die Arme zur Seite schön langsam und kontrolliert, bis der hintere Arm und der Ellbogen den Boden berührt. Dabei gelten die gleichen Regeln wie bei der Bank. Die Schultern sind immer fest hinten am Boden und zusammengepresst, damit ihr die Brust isolieren könnt. Dann legt ihr langsam ab, zack, zieht wieder zusammen und drückt wieder in der Mitte hoch. Von hier aus zieht ihr wieder auf, tack, und zieht langsam wieder ran. Der große Vorteil ist, dass ihr wirklich euch nicht so leicht verletzen könnt, wie wenn ihr Flies macht. Wenn ihr Flies auf der Bank macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr zu weit nach hinten zieht und die Schulter sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Deswegen diese Variation auf dem Boden. Die nächste Übung sind Überzüge. Ich liebe diese Übung, weil es ist meiner Meinung nach, spüre ich für mich hier oben die obere Brust am allerbesten. Ist eigentlich sehr simpel, ihr braucht nur eine einzige Kurzhantel, legt euch auf den Boden oder auf die Bank, drückt die Kurzhantel in der Mitte hoch, greift hier in so einem Diamantgriff sozusagen und lasst einfach die Arme nach hinten bewegen. Achtung, achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr ins Hohlkreuz zieht, sondern immer auch Spannung haltet im Rumpfbereich und die Schultern bleiben immer hinten zusammen. Und ganz wichtig, die Schultern nach unten ziehen, weg von den Ohren. Sie dürfen nicht mit hoch zu den Ohren wandern, wenn ihr nach hinten geht, sondern müssen immer unten bleiben. Dann zieht ihr wieder langsam nach oben, bis ihr die volle Kontraktion in der oberen Brust spürt. Ich habe immer das Gefühl, dass ich nicht ganz wieder nach vorne gehen darf, weil dann geht die Spannung verloren, sondern versucht, wenn ihr so einen Winkel habt und hier ist die neutrale Haltung, dass ihr von hier ist der maximale Punkt der Dehnung und ihr zieht praktisch nur von hier bis nach hier. Hier habe ich immer die maximale Kontraktion in der Brust. Wenn ich nach hier gehen würde, habe ich die Kontraktion wieder verloren. Dann
stabilisiert nur der Trizeps und die Brust arbeitet nicht mehr richtig. Das heißt, ich gehe gar nicht bis zu diesem Punkt, sondern ziehe wirklich nur praktisch diagonal vom Winkel her und gehe dann wieder in den Stretch. Aufpassen, wer nicht so eine gute Beweglichkeit hat in der Schulter und nicht so gestretched ist in der Brust, der kann nicht ganz so weit nach hinten gehen. Deswegen passt da unbedingt auf, arbeitet euch langsam hoch vom Gewicht, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Die nächste Übung ist praktisch mehr funktional. Ihr habt zwei Hanteln vor euch, legt sie genau so, dass ihr in der Liegestützposition vor euch gerade in einer Linie die Hanteln habt. Und hier trainieren wir ein bisschen Explosivkraft und aufpassen, die Übung ist schon sehr, sehr schwer. Die wird nicht jeder von Anhieb her können. Ihr pusht hoch, tack, tippt an die Kurzhanteln wieder zurück. Achtet dabei drauf, dass ihr immer wieder perfekt in die Liegestützposition zurückkommt, wo vorher auch die Hände waren. Das heißt, wenn ihr springt, dürfen nicht, nachdem ihr angetippt habt, die Hände weiter nach vorne landen, sondern müssen wieder in der perfekten Position für den Push-Up landen. Nochmal dazu gesagt, diese Übung ist wirklich schwer. Und ihr könnt sie auch noch schwerer machen, indem ihr immer schwerere und schwerere Hanteln benutzt. Da ist das Gewicht jetzt für den Muskel nicht so entscheidend, aber die Höhe der Hanteln. Es gibt die 20er Hanteln, die ich jetzt heute benutzt habe, die sind ungefähr so hoch. Aber wenn ich jetzt 30er, 40er, 50er oder sogar 60er Hanteln benutze, dann werden die Hanteln schon mal schnell so hoch und dann müsst ihr immer höher springen. Eigentlich gibt es da kein Limit, aber natürlich hat das Fitnessstudio nicht unendlich hohe Hanteln. Dann werdet ihr ja ewig lange beschäftigt. Aber ich werde euch sagen, wenn ihr 60er benutzt und praktisch fast einen Meter hoch springen müsst aus dem Push-Up, um oben drauf zu tippen, dann seid ihr auf jeden Fall schon gut bedient und habt eine richtig gute Übung. Ja, und jetzt kommen wir zur letzten Übung und ich finde diese Übung mega, mega wertvoll, denn viele Leute, wenn ihr ins Gym geht, ihr werdet es sehen, die Schultern fallen nach vorne, ihr habt eine schlechte Haltung, ungefähr so, habt ihr echt eine katastrophale Haltung und ja, dann habt ihr irgendwann auch Schulterprobleme und das wollen wir nicht. Ihr braucht nicht viel Gewicht. Wenn ihr zu Hause trainiert und nicht ein volles Set an Hanteln habt, dann reicht wirklich so eine 1,5 Liter Wasserflasche. Ich habe hier im Workout 2 Kilo Hanteln benutzt. Was ihr allerdings auch braucht, ist eine Black Roll. Und zwar legt ihr euch auf die Black Roll, genau mit der Wirbelsäule und dem Rücken, gerade auf die Black Roll drauf. Von hier nehmt ihr jetzt die Kurzhanteln parallel, drückt sie nach oben. Vorsicht, müsst ein bisschen balancieren. Stellt die Füße also gut auf, ihr müsst nicht volles Gewicht auch auf den Rücken geben. Von hier senkt den nun die Ellbogen ab und zieht dabei die Schulterblätter wie in so einem Kreis nach hinten, dass ihr die Schulterblätter wirklich nach unten zieht und fest zusammen. Ihr spürt praktisch die Black Roll am euren Rücken und drückt die Black Roll mit euren Muskeln am Rücken zusammen. Von hier nun erlaubt ihr dem Ellbogen abzusenken nach oben, als würdet ihr praktisch Schulterdrücken machen und von hier lasst ihr jetzt ausnahmsweise mal die Hand hinter die Schulter kommen. Ihr werdet merken, wenn ihr diese Übung schön, schön langsam macht, habt ihr einen richtig guten Stretch hier hinten. Und ihr habt genau die Bewegung, die ihr braucht, um hier hinten eine gute Haltung zu haben. Diese Übung wird euch nicht nur für die Haltung helfen, sondern auch für alle anderen Übungen, in denen ihr die Brust isolieren müsst. Das heißt, wenn ihr nach hinten hier zieht, habt ihr eine richtig gute Haltung, um die Brust zu isolieren und gut zu treffen bei allen Push-Übungen. Macht diese Übung schön, schön langsam und kontrolliert. Es ist nicht so einfach, direkt den richtigen Winkel zu treffen und es direkt richtig zu spüren. Ihr werdet es möglicherweise öfter ausprobieren müssen und arbeitet wirklich mit wenig Gewicht. Ihr braucht nicht viel, um von hier die Hand hinter die Schulter zu bringen. Bei mir sieht man im Video sehr, sehr gut meine Schwäche an der linken Schulter, weil ich dort einfach nicht so tief komme. Versucht immer, erst dann zu steigern, wenn beide Hände gleich tief sind und wechselt nicht die Gewichte von links zu rechts, weil dann trainiert ihr euch automatisch Disbalancen an. Ich hoffe, die eine oder andere Übung konnte euch weiterhelfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Bis dahin. Ciao.